Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Muss ich gerade mal gucken, ob der hat gar keine Rundumleuchten. Oder? Nee, ich sehe eigentlich keine. Naja, egal, komm, ich fahr trotzdem. Ich fahr trotzdem los, was soll's. Polizist wird jetzt ja nicht unbedingt genau hier rumtanzen. Folge warum, hallo? Servus. Was das Geld so eben über den Burg, oder? 39. Ja. Okay. So wie. Für die Holzkohle. Jupp. Dankeschön. Perfekt. Dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sehr schön. Ich meine, klar, davon gehen eigentlich nochmal 31,5, glaube ich. Ich mache mal wenigstens einen Wandblinker an. 31,5 oder so gehen normal noch weg. Machen wir gerade noch ein Bildchen hier. Irgendwas gehen eigentlich noch weg nochmal für Kredit. Ja, es wird so langsam eigentlich, wenn man so. Warum fährt der nur 30? Ich sollte auch überlegen, ob ich mir vielleicht mal ein Wasserfass zulege. Und ich komme der Polizist hier nicht lang gefahren. Weil er hat ja ausdrücklich gesagt, wenn ich eine Rundumleuchte habe, dann brauche ich kein Begleitfahrzeug. Aber wir haben ja keine Rundumleuchte. Von dem her fahre ich gerade illegal. Ich meine, das Waldstück da hinten, das kennen wir ja eigentlich schon gut. Das war ja mal unser Fahrschulgelände. Beziehungsweise hatte ich den Wald ja schon mal in Besitz. Der ist inzwischen wieder aufgeforstet. Wo ich damals mit der Fahrschule gestartet habe. Wollte ich ja damals einen Fahrschulparcours, so eine Teststrecke drauf bauen. Hat aber ja nicht ganz geklappt. Ich bin eigentlich am Überlegen, ob wir den Harvester überhaupt brauchen. Weißt du, weil wenn ich einen Baum fäll, der
Der wird mir vielleicht nochmal 180.000 bringen. Wenn ich einen Baum fäll. Gehört er nicht mehr. Oder? Ja, was ist denn hier los? Schnittlänge 12. Ah, jetzt will er. So. Gut, jetzt kriegen wir vielleicht ein paar Bäume geerntet, wenn wir das hinkriegen. Ich saß schon ewig nicht mehr auf dem Harvester. Na, manchmal verpeile ich die Hebel. So, ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Bäumchen parat legen. Weil ich muss gucken, dass ich eben wieder Bretterpaletten produziere. Da ich sonst ein Problem mit den Lehrpalettenproduktionen kriege, weil ich keine Bretterpaletten mehr habe.
Deshalb müssen wir hier Nachschub organisieren. Ich hoffe mal, dass der Diesel relativ schnell den Umbau hinkriegt. Auf dem Harvester muss ich natürlich immer, ist immer eine Konzentrationssache, ne? Ups. So, ich werde jetzt hier noch ein paar Bäumchen fällen. Und dann mal gucken, ob wir ja den LKW zumindest schon mal herstellen. So, haben wir nämlich schon einen kleinen Platz geschaffen zum Rangieren. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Bum, bum, bum. Klingelingeling, klingelingeling. Also
Herr Müller hier. Hallo, Herr Müller. Wie geht's? Gut, selber? Ja, auch. Was machen Sie so? Gerade noch die Zwiebeln vom Wind abfahren. Warum ernten Sie nicht Ihre? Kann ich auch erstmal machen, je nachdem. Naja, Sie müssen halt bedenken, das sind wieder Kosten, die Sie unnötigerweise haben. Ja. Weil der Harvester, der kostet ja Geld. Ist das, soweit ja. Ich weiß, nur gemietet. Der Verfahren, sage ihm auch mal, gehen auf meine Kappe, weil er oder noch auf die mich Kosten läuft. Auf den, ja, dann hat er unnötig Kosten. Konto noch angemeldet ist. Ja, das mag ja sein, aber ihr müsst Kosten reduzieren und nicht Geld zum Fenster rauswerfen. Ja. Hi, da bin ich. Okay. Sie wollten, glaube ich, oder du wolltest doch eigentlich den Weber kaufen, oder? Den was? Den Weber, die Weberei. Ja, einen Moment, ich rufe sie gleich zurück. Ja, tschüss. Okay. Gut. Dann erfahren wir das morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.